Das Problem fängt immer an, wenn man mal richtig dicke Materialien verschweißen möchte. Die normale Steckdose und das normale 160-200 Ampere Schweißgerät ist damit hoffnungslos überfordert. Man schafft es einfach nicht, vernünftig den Werkstoff aufzuschmelzen. Auf der anderen Seite, wenn man das Gerät richtig aufdreht, ist die Einschaltdauer viel zu gering, um damit vernünftig zu schweißen. Und dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Es gibt sogenannte Industrieschweißgeräte. Diese Geräte haben aber auch wieder ein Problem. Die sind riesengroß und dementsprechend teuer. Das heißt, man muss richtig Platz haben, man muss mehrere tausend Euro ausgeben. Wenn man eine bezahlbare Lösung sucht, um wirklich solche dicken Materialien vernünftig zu schweißen, dann wird die Luft sehr, sehr dünn. Ich habe da was gefunden. Das ist eine MIGMAC 270 Puls Pro von Stahlwerk. Das ist nach meinem Kenntnisstand das einzige Schweißgerät in der Leistungsklasse unter 1000 Euro. Alle anderen sind deutlich, deutlich teurer. Gibt es schon länger das Gerät, das ist jetzt die neueste Variante. Und dieses Gerät hat nicht nur 270 Ampere, dieses Gerät hat auch eine bombastische Einschaltdauer. Und das werden wir heute mal ausprobieren, wir werden gucken, ob wir damit vernünftig dicke Materialien schweißen können. Ich habe das vor längerem mal mit einem 200 Ampere Schweißgerät gemacht. Und man sieht, ich habe hier irgendwo auch natürlich den Werkstoff verschweißt. Aber wenn man sich die Naht so ein bisschen näher anguckt, dann sieht man relativ schnell, die ist nur aufgelegt. Das heißt, man hat keine vernünftige Anbindung. Für die vernünftige Anbindung brauchen wir halt einfach Leistung. Und diese Leistung gibt unsere normale Steckdose nicht her. Dafür brauchen wir den sogenannten Drehstrom. Das heißt, wir brauchen mehrere Phasen. Und das hat dieses Gerät. Dieses Gerät packen wir aus, gucken wir uns zusammen an. Und dann werden wir damit mal richtig kräftig schweißen. Wenn ich so ein Gerät neu habe, dann lasse ich immer mal die Klappe zufallen und dann sieht man immer schon, wo der Hase langläuft. Das heißt, da sehe ich, ob die Scharniere hier oben schlackern, ob der Verschluss ordentlich verarbeitet wurde, ob die Spaltmaße passen und das sieht hier wirklich sehr gut aus. Ich muss im Großen und Ganzen sagen, es geht immer nichts über den ersten Eindruck und der erste Eindruck ist hier wirklich ordentlich. Das Gerät sieht wirklich ordentlich aus. Bevor wir uns das jetzt näher angucken, erkläre ich noch mal in Kurzform das Thema Einschaltdauer. Einschaltdauer ist immer der theoretische Wert, wo der Hersteller sagt, zum Beispiel Stahlwerk, in dem Bereich kannst du mit meinem Schweißgerät noch gefahrlos arbeiten. Einschaltdauer ist nicht der Punkt, wo das Gerät dann hinterher kaputt geht oder sofort ausschaltet. Es ist also wirklich ein theoretischer Wert, wo die Hersteller sagen, von wegen in dem Bereich kannst du problemlos mit meinem Gerät arbeiten. Dieses Gerät hier hat zum Beispiel 270 Ampere und wenn ich mit dieser maximalen Leistung arbeite, dann hat das Gerät 60% Einschaltdauer. Das heißt, ich kann mit 270 Ampere von 10 Minuten 6 Minuten schweißen. Und wenn man 6 Minuten mal mit 270 Ampere geschweißt hat, dann weiß man wirklich, wo der Hase langläuft und das macht dieses Gerät möglich. Und selbst bei 100% Einschaltdauer, also wo ich wirklich dauerhaft mit dem Gerät schweißen kann, ohne jegliche Pause, bin ich bei 220 Ampere. Und wenn ich die meisten 200 Ampere Schweißgeräte sehe, die an einer normalen Steckdose betrieben werden, die haben dann halt eine Einschaltdauer bei 200 Ampere von 10 oder 20%, ist dann meistens sehr gering. Hier hat man halt eine bombastische Einschaltdauer und halt eine wirklich extrem hohe Leistung. Kann ich ganz einfach hier mal hochdrehen, bin ich bei 270 Ampere, 31,7 Volt. Sowas würde natürlich keine normale Steckdose abkönnen. Darum habe ich hier natürlich auch einen vernünftigen Netzstecker, das heißt einen 16 Ampere Netzstecker, den habe ich schon mal eingesteckt, sonst würde das Gerät ja auch nicht laufen. Und wenn ich diese wunderschöne Klappe hier aufmache, dann habe ich da drin einen 4-Rollen-Drahtvorschub. Und dieser 4-Rollen-Drahtvorschub, die unteren Rollen sind angetrieben, die oberen Rollen laufen mit. Jede Seite kann ich separat spannen, was auch immer wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und was mir gleich auffällt, hier hinten habe ich einen vernünftigen Motor drin. Es gibt oft große Drahtvorschubeinheiten, da ist dann hinten so ein Fitzelmotor drin. Das bringt natürlich auch nichts. Die Rollen müssen natürlich auch kraftvoll angetrieben werden. Hier in dem hinteren Bereich ist dann die Aufnahme für den Schweißdraht. Dadurch kriegt das Gerät auch so seine besondere Optik. Das heißt, hier passt eine 15 Kilo Rolle rein oder eine 5 Kilo Rolle. Das heißt, diese richtig großen D300 oder die D200 Rollen. Für die D200 Rolle ist hier auch gleich der Adapter, ist auch wichtig. Die werde ich auch gleich verwenden. Kann man hier auch wieder ganz normal zuklappen. Ist unten auch so ein Scharnier drin. Hier hinten habe ich den Gasanschluss und hier habe ich einen richtig vernünftigen großen An- und Ausschalter.
Was natürlich auch wichtig ist, wenn man mit so einem Gerät mit richtig viel Leistung schweißen will, dass ein dementsprechendes Schlauchpaket angeschlossen ist. Das Gerät hat einen Euro-Zentralanschluss und hier ist ein MB25 Schlauchpaket im Lieferumfang. Und damit kann man wirklich schon mit richtig viel Leistung richtig gut schweißen. Und wenn ich noch mehr brauche, dann kann ich hier auch eine Wasserkühlung anschließen. Dafür ist dieser kleine Anschluss da. Sowas gibt es modular, das kann man dann dazustellen, da unterstellen. Und dann kann man hier auch ein Schlauchpaket mit Wasserkühlung anschließen. Hier sind noch Rollen im Lieferumfang, die kann ich hier unterschrauben, wenn ich das Gerät durch die Werkstatt schieben will, rollen will. Habe ich jetzt nicht gemacht und hier sind Drahtvorschubrollen. Das ist bei vielen Herstellern auch nicht der Fall. Da sind nur zwei verbaut. Hier ist gleich alles dabei, was ich irgendwie brauchen kann. Brauche ich mir also nicht teuer dazu kaufen. Das ist ein 5 Meter Gasschlauch, ein Massekabel, das ist ein vernünftiges Kupferkabel. Und jetzt gucken wir uns mal die Bedienung an. Das ist im Prinzip eine sehr, sehr simple Sache. Es ist eine Bedienungsanleitung dabei. Es gibt auch ein paar sehr spezielle Einstellungen und Möglichkeiten. Dafür braucht man die Bedienungsanleitung auf jeden Fall. Aber so dieses normale Gerät zu nutzen, einzustellen, dafür braucht man definitiv keine Bedienungsanleitung. Ich gebe euch dazu mal einen Schnelldurchlauf, wie man dieses Gerät benutzen kann. Ich habe hier grundlegend die Verfahren Mic-Mac, Elektrode oder auch WIG-Schweißen. Ich stelle das Gerät auf Mic-Mac. Ich stelle das hier mal auf Synergic. Dann habe ich hier die Möglichkeit, den Drahtdurchmesser auszuwählen. Habe hier die Möglichkeit zu sagen, mit Mischgas, mit CO2 oder Mic-Schweißen, also mit Argon. Wenn ich das ausgewählt habe, kann ich noch Zweitakt, Viertakt oder Mehrfachtastenbelegung wählen. Das gucken wir uns nachher an. Habe dann das Gerät im Prinzip eingestellt. Und jetzt wähle ich hier zwischen 30 und 270 Ampere und das Gerät schweißt. Und wenn ich das nicht möchte, kann ich das Gerät auch auf manuell umstellen. Dann habe ich die Möglichkeit, individuell den Drahtvorschub anzupassen, individuell die Spannung einzustellen, kann das Gerät damit wirklich einstellen. Das ist so die Einstellung der Profis. Damit ist mit dem Gerät wirklich alles möglich. Es gibt noch so ein paar Sondereinstellungen, die hier wirklich versteckt sind mit Mehrfachtastenbelegung und dergleichen, was auch wirklich sehr interessant ist. Das gucken wir uns alles im Laufe des Videos an. Aber so habt ihr erstmal einen Überblick und das kann wirklich jederzeit nutzen. Ist also wirklich denkbar simpel ausgeführt, bietet trotzdem aber alles an Möglichkeiten. Das ist jetzt das erste Muster, das wir schweißen. Das ist 20 mm Stahl, das werden wir verschweißen. 20 mm Stahlplatte, 20 mm Flachmaterial, also schon wirklich massives Material. Dafür habe ich komplett 270 Ampere an dem Gerät eingestellt. Ich habe ein, zwei Testnähte geschweißt, natürlich um zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Habe einen 1 mm Draht gerüstet und jetzt werden wir mal gucken, wenn wir das schweißen, was das Gerät so macht und wie die Ergebnisse aussehen. Und man merkt jetzt schon am Schweißen, wie viel Energie in diesem Schweißprozess drin steckt. Das funktioniert wirklich sehr gut. Man kann sich das Ergebnis hier auf beiden Seiten angucken. Das ist nahezu spritzerfrei, 100% spritzerfrei kriegt man beim Max-Schweißen nie hin. Aber hier muss man wirklich schon lange suchen. Und man sieht, wie energetisch dieser Prozess das Material aufgeschmolzen hat. Ich habe immer mal dieses Negativbeispiel. Hier ist es wirklich nur zugekleckert. Das heißt, hier ist es einfach nur draufgelegt, das sieht man ganz eindeutig und hier hat man einen richtig energetischen Prozess, der selbst dieses 20 mm Material problemlos vernünftig aufgeschmolzen hat, das Ganze ohne Spritzer, richtig schön homogen geschweißt. Wichtig ist, wenn man sowas schweißt, immer von wegen in einer sehr neutralen Position davor sein. Das ist so ein energetischer Prozess, wenn man da so eine schräge Brennerhaltung hat oder so, das wird nie auf einem vernünftigen Niveau aussehen. Ansonsten ist das wirklich kinderleicht. Also ist richtig schön. Und das Wichtigste daran, ich habe nichts an dem Gerät verändert. Das ist ganz normal 270 Ampere. Es ist der 1 mm Draht. Es ist die synergische Vorgabe. Also das Gerät außer Packung genommen, einfach angemacht, einfach einmal ausgewählt, was man schweißen will und das Gerät schweißt. Und wichtig sind bei einer Schweißnaht natürlich immer die inneren Werte. Dafür habe ich das Bauteil ganz einfach mal aufgeschnitten mit der Bandsäge und habe es dann hinterher mit Batteriesäure angeätzt. Und jetzt kann man richtig schön sehen, wie weit man hier in den Werkstoff oder in das Werkstück reingekommen ist, dass man das Material wirklich zuverlässig, vernünftig aufgeschmolzen hat. Und das ist ja wirklich das A und O. Es zählt nicht nur, dass man das hier außen vernünftig begutachtet, sondern halt auch von innen. Und das kann man mit so einem Test halt da relativ einfach
einfach machen. Und es ist natürlich wichtig, dass man hier auch außen vernünftig schon mal sieht, dass man hier den Werkstoff aufgeschmolzen hat, dass man nicht hier einfach nur was draufgekleckert hat. So war das bei der Naht hier natürlich. Da ist es einfach viel zu wenig Leistung. Hier ist es von außen genug Leistung. Und wenn man sich das hier innen anguckt, sieht man auch, dass man den Werkstoff vernünftig aufgeschmolzen hat. Und das war Test Nummer 1. Test Nummer 2 ist jetzt ganz einfach. Wir machen mal einen kleinen Ausdauertest. 270 Ampere. Ich habe hier eine 15 mm starke Stahlrunde. Das ist der Deckel von einer alten Gasflasche. Den hatte ich irgendwann mal abgeschnitten oder das Unterteil von einer alten Gasflasche. Also auch richtig massiv. Habe das hier eben gerade noch mal beschliffen. Und das werden wir hier anschweißen, eine Runde nach der anderen. Und dann gucken wir mal, dass wir so 10 Minuten Schweißen hinkriegen, was das Gerät dann macht. Im schlimmsten Fall sollte es abschalten. Im besten Fall macht das die 10 Minuten problemlos mit. 10 Minuten auf Volllast durchschweißen scheint hier auch wirklich kein Problem zu sein. Hätte ich ein paar Eier dabei, hätte ich mir jetzt ein paar Spiegeleier braten können. Die Spiegeleier wären wahrscheinlich in Sekunden fertig. Ich habe es hier mal mit Trennspray gemacht und man sieht, wie das Trennspray hier so kleine Kügelchen bildet und dann verdampft. Also das Bauteil ist extrem heiß geworden, die Maschine nicht. Die Maschine hat das wirklich problemlos mitgemacht, ist nichts warm geworden. Das Schlauchpaket ist auch nicht sonderlich warm geworden. Man merkt hier am Griff so ein bisschen Wärme. Man kann selbst hier nochmal mit dem Finger rantasten, ist also auch nicht so heiß geworden. Lediglich vorne die Düse, die hat sich natürlich ein bisschen verfärbt. Aber ansonsten hat das Gerät das problemlos weggesteckt. 270 Ampere, 10 Minuten dauerhaft schweißen. Schweißtechnisch macht das natürlich keinen Sinn. Man würde bei so einem Bauteil immer die Zwischenlagen wieder abkühlen, würde hier nicht eine Lage nach der anderen drauf machen. Es ist einfach nur mal ein Extremtest. Nicht, dass das irgendwer nachmacht oder so. Also man sollte normal eine Lage vernünftig schweißen, sollte das Ganze sauber bürsten, sollte das Ganze kurz abkühlen lassen, bis man wieder auf einen Temperaturbereich so etwas über 100 Grad kommt und dann kommt erst die nächste Lage. Ich habe jetzt eine nach der anderen geschweißt, ganz einfach, um das Ganze mal maximal zu belasten und man hat gesehen, es war im Prinzip keine Belastung für das Gerät. So, und wir wollen ja nicht nur richtig fetten Stahl schweißen, wir wollen ja auch mal richtig dickes Aluminium schweißen. Das ist 30 x 20 mm Aluminium und das kann man mit so einem Gerät selbstverständlich auch schweißen. Dafür habe ich Aluminiumdraht gerüstet, ich habe im Drahtvorschub die Rollen getauscht und ich habe natürlich Argon angeschlossen. Jetzt ist es wichtig, wir brauchen ein Schlauchpaket mit einer Teflonseele. Hier brauche ich nicht großartig irgendwas umbauen. Ich habe ja das komplett sorglos Paket und da ist gleich ein Schlauchpaket dabei, das eine Carbonseele hat. Das brauche ich einfach nur anschließen, Draht einfädeln mit dem Drahteinführungsknopf und dann ist es im Prinzip soweit. Und jetzt hat das Gerät ein paar ganz besondere Einstellungen. Das heißt, ich kann das Gerät hier auf ALMG umstellen. Jetzt ist es auf Aluminium gerüstet. Ich kann damit Aluminium schweißen. Und ich habe ja hier 2-Takt, ich habe 4-Takt und ich habe hier unten eine Mehrfachtastenbelegung des Brenners. Das wird komplett hier drin beschrieben, wie man das Ganze einstellen kann. Ich zeige euch das mal in Kurzform. Das heißt, ich drücke diese beiden Tasten gleichzeitig und dann ist es möglich, dass ich hier verschiedene Einstellungen vornehme. Das sieht im ersten Moment ein bisschen komplex aus. Das ist im Prinzip Gasvorströmzeit. Das ist dann die erste Leistung, dann habe ich meine normale Schweißleistung und ich habe die Endleistung. Das wird hier immer in Prozent angegeben, erkläre ich euch natürlich auch. Eine sehr schöne Funktion, kann man auch für Stahlschweißen nehmen, ist aber für Aluminium wirklich perfekt. Das heißt, ich drücke einmal auf meinen Taster, um den Schweißprozess zu beginnen. Dann hätte ich wie eben eingestellt 125%. Ich schaffe es hier schnell, meinen Werkstoff aufzuschmelzen. Irgendwann wird der Werkstoff zu heiß, läuft weg. Das ist gerade bei Aluminium immer ein Riesenproblem. Lasse ich los, ich schweiße mit dem eingestellten Schweißstrom und irgendwann am Ende ist das auch noch zu viel. Dann drücke ich wieder drauf und dann gehe ich in einen Endstrom. Und das kann ich bei diesem Gerät einstellen. Das ist natürlich toll für das Schweißen von Stahl, aber wirklich perfekt für das Schweißen von Aluminium. Wenn ich hier wieder raus will aus diesem Menü, dann drücke ich hier einfach einmal drauf. Eine ganz tolle Funktion. Beim Aluminium bin ich jetzt in einem Pulsprogramm. Das heißt, ich habe hier maximal 220 Ampere, was ich einstellen kann. Da muss man aber immer sehen, beim Pulsen ist das immer ein Mittelwert, weil der Strom ja hoch und runter schwankt. Ich werde hier einfach mal aus dem Bauch raus, ich habe noch nicht einmal irgendwie Aluminium mit dem Gerät geschweißt, werde ich einfach mal 200 Ampere nehmen.
und werde einfach mal versuchen, diese dicken Klamotten zu schweißen. Alles ist eingestellt, alles ist gerüstet, so wie ich euch das gezeigt habe. Ich habe auch bisher nur die Stahlnähte geschweißt, sonst nichts. Das hat alles auf Anhieb funktioniert und das hoffe ich jetzt natürlich beim Aluminium auch mal. So, meine lieben Freunde, das ist mein absolutes Träumchen, eine bildschöne Schweißnaht und das mit einem Werkstoff wie Aluminium und das mit so einer Materialstärke. Und das ist meine allererste Aluminiumnaht mit dem Gerät. Und ich habe es gleich hier am Anfang geschafft, den Werkstoff vernünftig aufzuschmelzen. Das macht halt diese Mehrfachtastenbelegung möglich. Das heißt, ich drücke auf meine Taste, ich habe gleich richtig Leistung da. Irgendwann läuft mir alles weg. Das ist in dem Bereich hier so passiert. Da sieht man, da wird es auch ein bisschen breiter. Da habe ich dann die Taste losgelassen, habe mit meinem normalen Strom bis zu Ende geschweißt. Ich hätte hier noch in diesen Endstrom gehen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es hat wirklich super funktioniert. Also für die Materialstärke, für den Werkstoff einfach toll. Und so muss ich sagen, hat hier heute alles wirklich sehr gut funktioniert. Es ging hier mal um Leistung pur, es ging um richtig dicke Klamotten. Und richtig dicke Klamotten und Leistung pur, das kann die MIG 270. Ich denke mal, das hat das Gerät hier eindrucksvoll gezeigt. Ich wollte nicht einfach mal irgendwo zwei 6 mm Bleche verschweißen. Ich wollte wirklich mal mit ein bisschen Dampf richtig, richtig schweißen. Wir haben das hier angeätzt und. Also, schönes MIG-MAG-Gerät, verlinke ich auf jeden Fall hier unter, wer sich dafür interessiert. Wer dafür noch Fragen oder darüber noch Fragen hat, kann die ganz normal in die Kommentare stellen. Ich finde es halt schön, dass man hier so ein leistungsstarkes Gerät hat. Auf der anderen Seite ist es auch sehr interessant, dass man hier ein Gerät hat, wo man einfach nur auswählt, was man damit machen will. Ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Leistung und das Gerät schweißt. Auf der anderen Seite hat man aber auch Funktionen wie diese Mehrfachtastenbelegung, wie diese zusätzlichen Einstellungen der Schweißrampe und. Das kann man mit der Bedienungsanleitung alles sehr einfach nachlesen. Das überfordert aber nicht im Grunde dieses Gerät, wenn man hier ganz normal mitarbeitet. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr schön. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, auch mit dicken Klamotten. Da braucht ihr einfach nur mal ein bisschen Leistung und dann funktioniert das auch wirklich richtig gut. Bis dann, euer Manni.